Kapitel 11, Punkt 4. Der Beginn des Schirk. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, schildert in lebhaften Details exakt, wie der Polytheismus nach einer Zeit des Monotheismus, die mit dem Propheten Adam begonnen hatte, seinen Weg unter die Menschen fand. Die Gefährten des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, überlieferten uns diese Beschreibung in ihren Erläuterungen zur Sura Nuh, Vers 23, wo Allah die Reaktion des Volkes des Propheten Noah beschreibt, nachdem er sie zur Anbetung des einen, einzigen Gott gerufen hatte. Und sie sagen, lasst eure Götter nicht im Stich und verlasst weder Wat, noch Suwa, noch Yaruth und Ya'uq und Nasr. Sura Nuh, Vers 23. Ibn Abbas sagte in einem Kommentar dazu, diese im Vers genannten waren Götzen des Volkes von Noah, die im Laufe der Zeit zu den Arabern gelangten. Wat wurde in der Region des Dumatul Jendal, der Stammesgott der Kalb. Suwa wurde vom Stamm Hudayl angenommen. Yaruth vom Stamm der Rutaif bei Jurf in der Nähe von Saba. Ya'uq vom Stamm Hamdan. Und Nasr wurde der Gott der Dhulkala, des Stammes der Himyar. Diese Götzen wurden nach rechtschaffenen Männern unter den Leuten Noahs benannt. Als diese rechtschaffenen Männer gestorben waren, brachte der Satan die Menschen auf die Idee, Statuen ihrem Abbild entsprechend zu formen, die man nach ihnen benannte. Diese Statuen wurden an den bevorzugten Versammlungsorten als Ermahnung zur Rechtschaffenheit aufgestellt und niemand aus dieser Generation betete sie an. Nach dem Ableben dieser Generation geriet der Sinn der Statuen jedoch in Vergessenheit. Darauf ging Satan zu ihren Nachkommen und erzählte ihnen, dass ihre Vorfahren diese Statuen angebetet hätten, denn sie seien der Grund dafür, dass es regnet. Die ihnen folgenden Generationen fuhren fort, sie anzubeten. Die Erläuterung des Verses durch die Prophetengefährten zeichnet ein klares Bild von dem Prozess, in dem Götzendienst und Polytheismus ihren Weg in das reine monotheistische System des Glaubens, wie es sich bei unseren Vorfahren fand, genommen hatte. Er bestätigt das Modell der Degeneration und identifiziert die historische Wurzel des Ahnenkults. Ebenso erklärt er, warum der Islam vehement gegen die Darstellung von Menschen und Tieren in Form von Statuen und Bildern ist. Das Bilderverbot kann auch unter den 10 Geboten, die dem Propheten Moses, Friede sei auf ihm, gegeben und im Alten Testament aufgezeichnet worden sind, gefunden werden. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Vers 4. Das frühe Christentum hielt diese Einstellung so lange aufrecht, bis die Überlagerung mit griechisch-römischen Gedankengut vollständig die Lehren des Propheten Jesus, Friede sei auf ihm, entstellt hatte. Dieser Wandel führte zu einer raschen Verbreitung von Statuen, in denen Märtyrer, Heilige, Apostel, Maria, Jesus und sogar Gott dargestellt wurden. Der abschließende Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, hingegen, warnte alle, die Bilder und Statuen herstellten, aber auch jene, die sie zur Schau stellten, vor einer schweren Strafe durch Allah im nächsten Leben. Die Frau des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, Aisha bint Abi Bakr, berichtete, eines Tages kam der Prophet, um mich zu sehen, und ich hatte meine Kammer mit einem Vorhang aus Wollstoff bedeckt, worauf Bilder mit beflügelten Pferden waren. Als er den Vorhang sah, änderte sich die Farbe seines Gesichtes und er sagte, O Aisha,
Diejenigen Menschen, die am Tage der Auferstehung am härtesten bestraft werden, sind solche, welche die Schöpfung Allahs nachahmen. Sie werden bestraft und aufgefordert, Leben in jene Dinge zu geben, die sie kreiert haben. Der Prophet fuhr fort, indem er sagte: Gewiss treten Engel nicht in Häuser ein, wo Bilder und Statuen vorhanden sind. Aisha sagte danach: Daher schnitten wir den Vorhang in Stücke und machten daraus ein oder zwei Kissen.